El famoso narcotraficante está muerto. Como lo confirmó la DEA estadounidense en cooperación con los funcionarios. Well, hello. My name's Eddie. Have we met? Anyway, let me tell you a story, kiddo. After the big Colombian boy hit the dust, the public was relieved. But for bad motherfuckers like us, it meant two things: war and opportunity. Everyone from the small fish to the OGs was desperately riding chaos to climb the ladder, and we were aiming high, baby. In this profession, you either go all the way or you die trying. I ain't a big fan of dying, but sometimes, well, someone has to. The job ain't easy, that's for sure. But I ain't the type of guy that deals with easy. And how about you, kiddo? If we're gonna do this, you better have your guard up and your bullet chamber. There's a lot of fun and pleasure on that road, I ain't gonna lie to you. But there's a cost for that, and it's priced in darkness. But hey, we ain't gonna worry about that now, are we? No risk, no fun, as they say. Ain't no bit of darkness gonna stop our dreams, right? Und damit herzlich willkommen bei der Drogendealer Simulator 2 Demo. Ich bin gespannt. Buy now, Drug Dealer, Wishlist now, DDS, Narcos, Bow now, Alaska Road Truckers, Buy now, Beyond Sunset. Da spielst du ein ganzes Werbeplacement. Oh, die Mucke. Ich bräuchte eine Zigarre, die ich jetzt paffe. Neues Kartell. Na, dann gucken wir mal. Tragen nicht im Knast so gelbe Sachen. Ich habe mit den Drogen gedealt, ich habe nicht gesagt, dass ich erfolgreich war. Es ist erst ein Verbrechen, wenn man erwischt wird, wie mein Großvater immer zu sagen pflegte. So, benenne dein neues Kartell. Ah, geht nicht. Okay. Wir brauchen einen Namen, der möglichst diskret in der Öffentlichkeit vielleicht sogar als angesehen gilt. Oh, das finde ich eigentlich gut. Essen auf Rädern finde ich nice. Alias Essen auf Rädern. Was? Alias tu upschnusna znaczna nażna, która beci udziwana dor naczniwna plików i cnieczniek capizu bibilo latiewie je roczpiożnak na dusku. Was? Was? Anni! Anni, kannst du helfen? Was steht denn da? Hä? Okay. Beitritt zulassen? Erstelle Storno. So, ich mach mal Essen auf Rädern. Wir gucken mal. Oh, das bin ich. Mein Charakter. Bin ich Rick? Bin ich Danny? Bin ich Eddie? Bin ich Sharon? Bin ich Becky oder Liza? Kann ich schon mal angucken, wenn ich Claim drücke, möchte Danny sein. Passe an. Nicht verfügbar. Nein, okay, ich sehe aus wie Dennis Wert. Deswegen Danny. Können wir Dennis Wert ab sofort immer Danny nennen? Hey Danny. Mach mal leiser, aber wie komme ich denn zurück? Ich kann nicht zurück. Ich wollte mir dir zuerst angucken. Okay, ich drücke auf Start, weil ich kann eh nichts machen. Oh, okay. Oh, gut. Mhm. Alles klar. Wow. Have fun. Oh, gucken wir mal. Woo, 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 woo.
Kapietras, gute Mucke. Huch. Prüf, was im Labor passiert ist. Okay, kein Intro. Hi, da bin ich wieder. Okay, ich weiß gar nicht, schlafe ich hier auf drei halben Matratzen, Optionen, Kleiderschrank, kann ich schon was gucken? Besides cosmetics, you should also dress according to your playstyle and current pursued task. Ich mach die Musik mal ein bisschen Streamer-Modus. Ja, ist egal. Gesprächslautstärke, weil ich hätte wahnsinnig gerne gehört, was er sagt. Eddie! Anyone! Come down here! Ja, ich komm noch! Ich schwebe nach unten auf der Leiter. Was ist los? Die ersten Tage, lösch das Feuer im Labor. Was hast du wieder für eine Scheiße gemacht, Mann? Ja, ich helf. Wie oft habe ich dir gesagt, ein Feuerlöscher? Und dann Uchi Nerjeshda Feuerlöscher. Ich habe Motion Blur ausgeschaltet, aber Motion Blur ist immer noch an. So. Du Vollidiot, beginne ein Gespräch. Oh, for fuck's sake. Thanks for the help. It blew straight up in my face. I can barely see your ugly mug. Okay, was zum Teufel war das gerade? An experiment gone wrong. Never mind. Just can you help me with something here? Ach so, das war schon der ganze Text. Okay, ja. Ich räume es auf. In der Zwischenzeit geh bitte zum Laden am Strand. Helen hat ein Paket für mich. Hier nur das Bargeld und gib es hier. Ja klar, Mann. Sei vorsichtig. In there. Ja, Sigi Digi, ne? Okay, Kleider und Kleiderschränke. Close. Ich kann links die Hinweise nicht schließen. Ich drück mal J. Ich kann die Hinweise nicht schließen. Ich drücke Caps. Ich kann die Hinweise nicht schließen. Es ist alles weird. Okay. Oh, es ist Weihnachten. Guck mal, das sind Weihnachtsbäume. Das ist ja süß. Aber ich bin ganz ehrlich, das Licht ist zu nah an der Pflanze. Da muss man gucken. Das werden immer mehr Hinweise. Wo geht's denn hier? Muss ich hier raus? Wo wohnen wir denn hier? L-Taschenlampe. Parcours. Wie ist denn der da gerade durchgeeiert einfach? Man, in a way, I envy you. What a great place. I really miss it sometimes, you know. A lot of good memories. Well, at least until it all went to hell. It's been a bit like watching game of... never mind. I shouldn't say that. Sag mal, wie krieg ich die ganzen Hinweise weg? Caps close. Ah, jetzt geht's. Ah, Gott sei Dank. Parcours! Parcours. So, herzlich willkommen bei Just Cause 7. Hold Tab, öffne Telefon. Jetzt, okay, Open Kalender. Keine vereinbarten Termine. Ich meine, wir haben noch nichts, ne? Wir gucken erstmal. So, manchmal, ich habe so Mini-Freezes manchmal hier drin. Far Cry 3? Geil. Ja, so schwimmt man. Das ist richtiges Schwimmen. So wird's gemacht. So, ich gucke einfach meinen leeren Körper. So, da drüben müssen wir hin. Let's go. Ich bin auch im Game. So, kann ich hier auch Parcours? Kann ich hier hoch? Was eiert der denn immer so? Und wenn ich jetzt springe? Geht nicht. So, warte. Du hast Laden entdeckt, neuer Ort auf der Landkarte markiert. Ich hätte gerne so ein, auch so ein Drogenspiel halt letzten Endes, bla. Aber so ein bisschen gemischt mit
ich weiß momentan Overuse, aber Survival, dass man sich selber die Häuser bauen kann oder hier eine Plattform, bla bla bla, dann das aufziehen, dann die Gärten aufziehen muss und so. Quasi ein bisschen wie Stardew Valley, aber zum Beispiel mit Drogen oder so. Nur so als Beispiel, ne? Dass man dann halt selber Farming machen muss und bla bla bla. Aber nicht in so einer komischen Schabracke, sondern alles selber bauen. Das wäre mal was. So, beginne ein Gespräch. Hey, hola. Aquí están los suministros que me pediste, Marcus. ¿Tienes efectivo, amigo? Ja, sicher. Hier, Umschlag mit Geld. Adiós, amigo. Vuelve pronto. Okay, wir haben ein Ausstattungspaket für Marcus. Bringen wir wieder zurück. Au. Oh. Parkour sieht so wild aus. Ich eier mal ganz kurz, wenn man klettert. Der springt quasi hoch, aber wackelt die ganze Zeit mit dem Kopf. Was ist das? So. Okay, wir gehen wieder zurück. Würdet ihr so wohnen wollen? So meine ich. Also hier so auf, ne, auf so einer Insel, bla bla bla. Und dann so. Boah, ich war... Ja, oh nee. Ich weiß, mir fehlt ja irgendwie was und ich find's irgendwie so, Ich weiß nicht, wenn ich dann hier so, hallo, guten Tag, ist Operator 333 da? Nur mit WoW-Abo. Ja gut, dann gilt es nicht, dann gehst du ja eh nicht raus. Rumregelt, ja, aber das ist ja, weiß nicht, ist das geil? Wenn es Lieferando gibt, ja, da werde ich auch nicht drauf wetten. Okay, ach, ich muss mal wieder zurück ins Batcave, ne? Mein Rechner schnauft gerade. Das schaffen andere Games nicht. Okay, ich kann auch nicht richtig springen. Ein bisschen, aber nicht wirklich richtig. Kann ich auch Pelz sammeln? Das ist halt die Frage. Und kann ich hier hoch? Nein. Okay, ich laufe nochmal rum. Ich schaue mich mal kurz ein bisschen um hier. So. Also schön ist es ja schon, ne, für einen Urlaub oder so, aber irgendwie, Ja, ich weiß ja nicht. So. Ist das unser Zaun hier? Ich glaub... Alter, ich komme halt nicht mal hier hoch, ne? Junge. So. Parkour! So, über den Zaun drüber. Dann hier einmal durch. Und dann wieder hier irgendwo... Warte, Parkour. So. Und dann geht's hier rein. Gut gelegen, auf jeden Fall. Findet man nicht. Jemand blockiert die Tür. Das war ich. Ich wollte reingehen dabei. Ich... Okay. So, Cartel Progress. Alles klar. Pass auf, Marcus. You got that package for me, huh? Ja, ich hab hier ist das Paket. Oh, that's goodies. Nice. Thanks, man. Listen, take care of the plants and handle those sales while I clean this mess, huh? Oh yes, goodies. Gut, danke, Mann. Hier, nimm das Dope und benutze das Tablett, um Pakete für meine Freundin zu vorbereiten, okay? Sie werden auf dich warten. Und später wäre es gut, mehr zu produzieren, damit es uns nicht ausgeht. Klar, ich kümmere mich darum. Ich glaube, die Übersetzung ist nicht geil. Awesome. See you later. Playman. Miss April. Was? Kronk. Warte. Kronk. Hier sollen wir es machen. Okay, Labortablett öffne. Okay, look. On the lab tray, you can unpack substances from items as well as create packages of your own. But first things first, unpack that drug package to add the dope to the substance storage. Was? Okay, wir haben Cannabis, Indica, Paket mit vorbereiteten Drogen und Plastiktüten. Sollen wir abpacken? Lass Items hier, um auszupacken. Haben wir, okay. Yeah, cool. Now you need to create smaller packages of weed for those new clients. Add new packages using the plus sign button and choose their size and quantity. Ja, Fuchs oder was? Haben wir vorhin schon.
Okay, liefere 4 Gramm. Nur 4? Okay, 4. 2 Gramm? Dafür. Wieso gehe ich dafür aus dem Haus? 3 Gramm? Was sind das für. Was? Und dafür soll ich mich selber bewegen? Warum kommen die nicht hier vorbei? Was ist das denn? Okay, wir haben gerade 900 Gramm. Habe ich eine bessere Übersicht, wer was haben will? Aber was soll ich denn dafür rausgehen? So, Cannabis haben wir hier. Und wir haben Wasser, okay. Plastiktüten haben wir 20 Stück. Soll ich hier auspacken? Nein. Wie hold RMB und drag Teil den Stapel auf. Okay, ich habe keine Ahnung, wie das geht. Packung, hier wahrscheinlich, ne? Packung. Wähle Substanz aus, Cannabis. Wir brauchen 4. Füge hinzu. 1x4. Ah, ne, das ist eine Packung, ne? Ne. Das ist eine Packung, packe und nimm mit. 1x4. Dann hier. 1x2. Cannabis. 2. Und 1x3. Packe und nimm mit. Haben wir hier die 4er, da ist die 2er. Oh, das ist ja furchtbar gemacht. Okay. Also die GUI ist schlimmer als bei Starfield. Okay, wir haben die 3 mitgenommen. 17 Tütchen haben wir noch. Okay, und die sollen wir jetzt ausliefern. Okay, aber wir haben die, ne? Okay, auf dem Drogensubstanzspeicher. Ja, sehr gut. Okay, und jetzt gehe ich liefern. Du musst nicht jedes Mal packen und nimm mitdrücken, sondern kannst mehrere Pakete auf einmal machen. Ich war nicht ganz sicher, ob das so funktioniert. Und ich bin ehrlich, ich traue dem Spiel nicht so richtig. Wenn das Spiel eine furchtbare GUI hat, traue ich dem Spiel nicht zu, Sachen richtig zu machen. Oder so, wie man es will. So, okay. Ich gehe wieder los. Warte, Parcours. So, einmal drüben. Die war für 2 Gramm? Dein fucking Ernst? Verstehe ich nicht. So. Ich gehe hier hoch. Ja, war das nicht, ne? Das ist Ivan. Kann ich noch gucken, wer was wollte? Journal. Kann ich noch nachgucken, wer was wollte? Ivan Jimenez kriegt 3 Gramm. Der ist es. Hey, 3 Gramm. Lass das Dope hier. 3 Gramm, ja, okay. Menge 0 von 3 Gramm. Ach so, ich muss das jetzt rüberziehen. Ich hätte also auch 3x1 Gramm Pakete machen können, ne? Okay, das haben wir abgehakt. Okay, bestätige. Zu wenig Platz für Bargeld? Was? Was heißt denn zu wenig Platz für Bargeld? Hä? QE, look around. Hey. Psst. Hey, du. Genau. Okay, aber... Inventar, alle 4 Slots voll? Okay, ich kann nur 3 Dope-Tütchen... Was? Ich bin gleich wieder da. Okay, da komme ich auch nicht hoch. Ich hasse alles hier. Ich...
Moment. Ja, die leeren Tütchen, die 17 leere kleine Plastiktütchen, die ziehen einfach. Oh, wow, die kann ich aber. Das, wow. Das ist einfach. Das geht aber nicht. So, warte. Habt ihr schon mal 17 leere Plastiktütchen getragen? Hm? Nach 100 Metern nur noch am Schnaufen. So. Ja, Kartellprogress. Ja, du mich auch. Digga, ich grüße dich. Da waren wir oben. Ich guck mal kurz was. Öffne. Jetzt können wir da auch reingucken. Vorhin ging's nicht. Rucksack. Jetzt haben wir mehr Plätze. Sehr gut. Kann ich mich umziehen? Pullover ist, glaube ich, Hose mit Hosentasche. Haben wir schon. Ich will mal eine schwarze Hose anziehen. Fühle ich mehr. Kann ich mich auch ausziehen einfach? Ja, das geht auch. Ja, so möchte ich gerne rumlaufen. Ich finde das eine gute Idee. Das finde ich sehr gut. Sneakers haben wir nicht an. Ich würde die Sneakers tragen. Warte, dazu muss ich die alte Hausschuhe. Da trage ich über Sneakers. So. Problem ist, okay, ich muss noch einen Pulli tragen, damit wir mehr Plätze haben hier. Aber ich würde unten ein bisschen baumeln lassen. Fürs Gefühl. Ah, komm, ich ziehe die schwarze Hose an, damit wir auch, na gut. So, okay. Die Tütchen, kann ich die hier irgendwo lassen? Also kann ich die an diesem Tisch lassen? Miep. Kann ich die Tütchen hier hinlegen? Die gehen hier nicht rein, glaube ich. Doch, die gehen da auch rein, okay. Okay. Langsam. Man muss sich ein bisschen reinfummeln in das Spiel. Ist egal jetzt, ich weiß selber, aber ich wollte die trotzdem nicht mitnehmen. So, wieder rüber. Elegant wieder rüber. Jetzt machen wir noch einen Anlauf. Sekunde. So, Parcours. Ich mag es, wenn Indie-Entwickler Atemgeräusche in ihr eigenes Mikrofon hauchen und du hörst richtig, dass der Popschutz nicht reicht. Das macht das Ganze sehr authentisch. Das ist schön. So, okay. 3 Gramm. Willst du noch? Ja, hier. Lass Dope hier, alles klar, super, bestätige. Verdienen. Aber wie viel Geld haben wir denn jetzt? B, 5.700 haben wir verdient. Okay, warte. Ist das er hier? Oder ist das er da drüben? Hier irgendwo im Umkreis? Er da wahrscheinlich, ne? Warte mal, ich glaube, er ist es hier. Mario Gonzalez. Right on time. Mario Gonzalez kriegt 2 Gramm. Right on time. Bestätige. 3.800. Hä? Das passiert, wenn man Drogen nimmt? Okay, das habe ich nicht gewusst. Oh, das, puh. Aber Hauptsache, wir haben das Geld bekommen. Der Rest ist mir egal. Wow, ganz ehrlich, ich hätte gar keinen Bock hier zu essen. Ich hätte gar keinen Bock. Boah, Igitt. Der Fisch ist auch nicht gekühlt in Eis oder so. Das ist einfach, bah. Ich glaube, das Fleisch. Boah, wer will denn hier? Der Bart ist doch aufgeklebt. Der ist nicht echt. Never ist der Bart echt. So, warte. Wir müssen jetzt weiter nach oben. Irgendwo in den Norden. So. Ich guck mal, wie wir da hinkommen. Hier steht eine Kuh hinter dem Stacheldraht, wo man nicht hinkommt. Gut für die Kuh, wenn keiner da hinkommt. So, wir müssen, glaube ich, da hin. Warte. Ich würde mich noch einen Kilometer weiter weg vom Lagerfeuer setzen, damit man den vollen Effekt hat.
Der hat also ein viel zu großes Feuer angezündet und hat sich sehr weit weggesetzt und hat einen riesigen Sonnenschirm. Aber er sitzt halt auch nicht im Schatten vom Sonnenschirm, sondern genau davor. Ah. Okay, ich, hier 4 Gramm, let's go. Los geht's, bestätige und bestätige. Okay, now, Marcus's homies are one thing, but the rest of the clients later, they won't wait for you forever. Open the phone to arrange meetings with the other clients. You don't have to do it immediately, but, you know, the sooner the better. You can either set the meeting ASAP or pick a convenient time for the delivery, but when the client's waiting for you, you better hurry. Okay, wir sollen also jetzt Kunden am Telefon annehmen. Ich habe aber sonst keine Lieferung. Das heißt, ich würde jetzt einfach mal schon mal was einpacken, was vorbereiten. Wir müssen irgendwo noch weitere Plastiktüten kaufen. Warte, warte. Okay, blub. Ich mach mal ganz folgende. Ich kann das geht nicht mehr. Warte mal, mein Rechner ist am Motion Blur ist wieder angeschaltet, obwohl ich es ausgemacht habe. Cool. Global Beleuchtungsqualität, V-Sync, bla 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 bla. Kann ich das Kopfwackeln irgendwo ausstellen? Texture, Details, ich würde gerne mal alles runterstellen. Mal kurz hier anwenden. Controls. Nein, Spiel. Kopfnicken. Ich will mal kurz gucken. Ich glaube, es ist besser, oder? Ich glaube, das ist besser. So. Okay. Ich mache immer die Tür zu, weil ich das Gefühl habe, sonst bricht hier jemand ein. Aber keiner weiß, wo wir wohnen. Jo, hallo, da bin ich wieder. Pass auf, folgendes. Ich mach mal ein bisschen Lieferung klar, ja? Ich mach mal hier. Wähle Substanz aus. Wir haben noch 91 Gramm. Und ich mache 1 Gramm. Aber ich mache dann, wie viele Tüten haben wir denn maximal? So viele Tüten haben wir gar nicht, ne? Wir haben noch 17 Tütchen. Also wenn ich 17 mache, haben wir 17 mal 1 Gramm. Packe und nimm mit. Wir haben noch 17 Tütchen. Okay. Okay, warte. Dann mache ich hier nochmal. 1 Gramm und ich mache 74. Mal gucken, füge hinzu. Packe und nimm mit. 40, 11. Und wir haben immer noch 17 Tütchen. Okay. Dann haben wir die dabei. Moment, Triss, dankeschön, 19Triss95, dankeschön, 19Triss95, vielen Dank, dankeschön. Dann gehe ich jetzt raus und es müsste ja eigentlich funktionieren. Ich hoffe, ich habe keine Scheiße gebaut. Wenn ich jetzt nämlich, warte, plopp, so, wenn ich jetzt rausgehe, endlich ist Motion Blur aus. Wir gehen jetzt hier drüber. Der Kopf eiert immer noch. Und wir gehen jetzt mal hier rein aufs Telefon. Ivan. Kleine Insel. Ivan will was? Hello Amigo. 5 Gramm. Plan. Plane jetzt. Um 17.29 Uhr. Okay. Ich würde mal sagen 18 Uhr. Ich verstehe nicht ganz. Ich drücke Plan. Aber. Ach hier. 18. Für dieses Zeitfenster sind keine Kunden vorgesehen. Haben wir. Gabriella, Plan. 18, 17, 16. Okay, ja. 19 Uhr. Ich muss mich ein bisschen beeilen, ne? Okay, wo sind jetzt aber die Mario?
Ist das da hinten unsere nächste Quest? Wo ist sie hin? Ist das da immer unsere nächste Quest? Oh Gott, auf der anderen Seite? Wie komme ich denn da hin? Kann ich mit dem Boot schwimmen oder muss ich selber schwimmen? Oh. Ich kann offenbar nicht schwimmen. Oder das Gras ist nass geworden. Ich weiß nicht genau. Wie? Oh, okay, ich muss hier rüber. Bezahle den Fahrpreis. Okay. Ah. Verstehe. Warte mal, aber jetzt ist da die Auslieferung. Was ist das denn da drüben? Hä? Was ist das hier? Was ist das für eine komische Glocke? Ciao. Okay. Wir bringen mal eben ganz kurz, was immer das Blaue da ist. Ich habe keine Ahnung. Das ist aber kein Liefertermin hier, ne? Was machen die denn da? Ich glaube, die tanzen. Das ist ein Händler. Oh, cool. Beginn ein Gespräch. Was brauchst du? Ich möchte was kaufen. Das ist keiner, den wir brauchen. Itemladen, Items verkaufen. Ich will nichts verkaufen. Ich wollte was verkaufen. Also ich will was verkaufen, aber. Das kauft der nicht. Wir sind umsonst hier rüber gejettet gerade. Okay. Der hat Rucksack. Wir haben Rucksack auf. Ich trage gerade einen. Okay, warte. Da muss ich irgendwo die Quest. Ich muss erstmal Drogen verkaufen, bevor ich eine Quest mache. Leute, ich bin Drogendealer. Ich will Drogen verkaufen. Der hätte Dünger. Kann sein, hol ich später. Aber ich will Drogen verkaufen. Ich will die Handysachen erstmal machen. Wir müssen Geld verdienen. Wir müssen ticken, Leute. Ohne Geld kein Dünger. Ohne Dünger keine Drogen. Ohne Drogen kein Geld. Ja, so läuft das. Das ist die harsche Realität. Wir müssen erstmal Geld verdienen, um Geld zu machen. Ja? So. Okay, komme ich hier hoch? Nein. Okay, warte, neue Telefonzelle gefunden. Fantastisch. Okay, hier ist eine Lieferung. An wen auch immer. Ich glaube, ich muss mal ein bisschen raten. Nee, an dich nicht. Hier oben irgendwo. Ach, warte mal, doch. War das an ihn hier? Beginn Handel. Ivan, lass das Dope hier. 5 Gramm. Der wartet schon ein bisschen, ne? Kann ich hier... Wenn ich reinziehe, ist er automatisch... Ah, 5. 5. Bestätige. 5 Gramm. Haben wir. Kleine Insel geändert auf 1. Okay. Erste Lieferung ist weg. Erste Lieferung ist weg. Wir verkaufen erstmal unseren Shit. Oh, und dann kaufen wir Shit, um neuen Shit zu produzieren. Das ist der Plan. So. Ach, der Kollege hier natürlich auch. Natürlich. Hallo, wie geht's dir denn? Beginn Handel, lass das Dope hier. Wie viel wollt ihr haben? 2 Gramm. Meine Fresse, dass ich dafür überhaupt das Haus verlasse. So. Nice doing business. Tab, öffne Telefon, ja. So. Juan Ramirez, Open Kalender. Nicht zugewiesen. Plan. Wir haben 19:39 Uhr, mache ich 20 Uhr. Hier mache ich auch 20 Uhr. Und hier mache ich auch noch 20 Uhr. Ich hoffe, ich schaffe das. So. Okay. Werden die gleich angezeigt auf der Map?
Werden die auf der Map angezeigt? Ich sehe die nicht. Oder muss ich kurz warten, bis soweit ist? Ab 20 Uhr, in 6 Minuten. Okay, dann bleib. Ich bleib mal hier ein bisschen. Ah, wunderschön. Ich hätte Sonnencreme mitnehmen sollen. Mein Body ist so empfindlich. Okay, yo, ich komm. So, liefere 2 Grämchen. So, wo sind die denn alle? Okay, da ist Nummer Uno. Schon wieder hier. Hier wird offenbar gerne geraucht. So, beginn Handel. Okay. 2 Gramm. Nur 2 Gramm. So, 2. Bestätige. So, hier auch nochmal. Begehen Handel. Okay. 3 Gramm. Hellest! So, Max 2 und dann nochmal 1. So, sind 3 Gramm. Alright, someone's getting hammered tonight. Oh Gott, halt die Schnauze. Entschuldigung. Boah, das klingt so furchtbar immer. So, hallo mein Freund, wie viel? 4 Gramm, na klar, hier kommen 4. So, mit Anreisekosten. Okay, I'm gonna bounce. Sehr gut. Cool, wir haben alles verkauft heute. Und es wird gleich dunkel, glaube ich. Wir sollten also schlafen gehen. Sehe ich richtig, ne? Gibt es auf der Insel auch Leute, die nicht konsumieren? Ich meine, guck dich immer um, was willst du ja sonst machen? So. Da ist ja nix. So. Aber die kaufen immer so Kinderportionen irgendwie. Können wir nochmal schnell... Jetzt können wir eigentlich Dünger kaufen, oder? Wir haben alles verkauft. Wenn der Laden noch offen hat, gehen wir mal kurz rüber. So, kann ich auch normal gehen? Ja. Könntest du das auch im Real Life vorstellen? Schon wieder? Nee, da bin ich raus. So. Muss nicht. Okay, macht der Laden zu? Warte, ich warte mal 6 Minuten, wenn, ob der Laden gleich noch offen hat. Also wenn ihr was braucht, ne, schreibt's mal gerade. Schreibt's gerne rein, wenn ihr was braucht. Ich versuche mal, ob ich euch was klar machen kann. Zu Straßenpreisen. Aber ich bin bekannt fürs Aufrunden. Okay. The clients will stop making orders till the next morning. Now, take your time to prepare yourself for the next business day. Stack up on supply. Produce more dope if you need to. Plan your strategy. When you decide that you're ready, find a bed to sleep over till the morning. Nights are also the perfect time for smuggling, looting, break-ins, sabotages. But, you know, we'll get to that part later too. Yes. Okay, okay. Einbrüche, Sabotage, okay. Ich hätte Dünger kaufen sollen, glaube ich, ne? Tag-Nacht-Zyklus, okay, Zeit für Vorbereitungen. Mit Dünger hätte ich bestimmt was machen können, aber ich habe keinen Dünger. Brauchen wir aber auch nicht, wir haben ja noch ein bisschen was. Auf Tash. Wir müssen erstmal den alten Stash loswerden, bevor wir wieder was Neues holen. Also, gucken wir mal. Ich gehe erstmal wieder nach Hause, wir gehen mal kurz pennen. So. So. Ich finde, man sieht... Hat man eine Taschenlampe? Ja, mit L. Man sieht sehr viel hier gerade. So, warte. Ein Mac-Menü zu mitnehmen. Ich baue gleich frisches Mac-Menü an. Warte mal. Geht gleich los. So. Plopp. Gut, was für ein erfolgreicher Tag. Derzeit nicht verfügbar, das können wir gerade nicht machen, okay. Easy peasy. Und was hast du heute gemacht? Nichts. Yeah, what up? So, wie geht's mit dem Lab? It'd go faster if you didn't distract me, you know? Willst du mich verarschen? Du stehst die ganze Zeit da rum. Du bist sogar zu faul, den Mund zu bewegen, wenn du redest. Who, me? Nah, just let me focus on this, okay? Mhm. Ja, klar, mach mal. No problemo. Oh Gott, ich hasse den.
War eine schlechte Idee, mit ihm zusammenzuarbeiten. So, ich hau mich mal in. Halt F-Optionen. Bewege, geh schlafen, Storno. Ich geh mal schlafen. So, schlafen 1 von 1. Get hammered. So, haben wir noch? Da ist der Schrank. Okay. Ich schwebe wieder nach unten. Und dann gehe ich wieder raus. So, wir gehen zum Laden. Es ist 8.07 Uhr. Ich hoffe, der hat auf. Ich weiß nicht genau. Wir sind ein Drogendealer und stehen um 8 Uhr morgens auf. Das muss man respektieren. So. Okay, warte. Warte, hold tab. Gabriella, wir haben 2 Verkäufe wieder. So. Okay. Dann warten wir mal kurz auf, ich glaube 9 Uhr liefern wir aus und dann machen wir weiter. Dann holen wir mal kurz Dünger. Oder was auch immer. So. Wenn man den PC gewinnt, kommst du mit einem Päckchen vorbei. Ja, aber da ist ein PC drin. Nichts anderes. Es sei denn, wir liefern nach dem 1.4. aus. Also, gucken wir mal. So. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich setze mich so lange mal ein bisschen an den Strand hier, ne? So. Ja, die Musik ist ja vereinzelt hier, ne? Die Uhrzeit sieht man hinter mir. Tut mir leid. Warte mal. Komme. So, ich habe Musik angemacht. Ah. So, wer braucht denn was? Zu laut? Sonst gehe ich Dünger kaufen, wenn keiner was braucht. Dann schwimme ich kurz rüber, hol Dünger und dann gucken wir mal. So, pay the ferryman. Don't pay the ferryman. Die Musik haben sie schon geil gewählt. Ja, die habe ich gerade auf Epidemic Sound angemacht. Ja, nun, das ist nicht vom Game. So. Oh, wer bist du denn? Jetzt nochmal liefern? Oh, fuck my life. Okay, ich fahre nochmal zurück. Um 9.09 Uhr. Ich fahre nochmal schnell zurück. Wir fahren dann gleich wieder hin. The weather is hot. So. Geile Sneaker. Nice. Bam, badadam, bam, bam. Badadadam. So, ich muss ganz kurz eben die Lieferung abliefern. So. Neue Telefonzelle. Was immer das heißt, ich habe keine Ahnung. Bist du derjenige welche? Was macht ihr denn da? Konsumiert er etwa fremde Produkte? Frech. Okay, warte, Beginn Handel. Der braucht 4 Gramm. Hervorragend. Nummer 1 haben wir. Warte. Wo sind die Nummer 2? Hier irgendwo. Bist du das? 2 Gramm. So. Es ist nicht viel, aber es ist ein bisschen was. So, ich glaube, wir hatten einen Raid. Dankeschön für den Raid. Ich sehe es heute leider nicht, aber Dankeschön. Und jemand hat gerade Black Set gewonnen. Viel Spaß mit dem Game. Viel Spaß mit Black Set. Hallo, ihr Lieben. Danke für den Raid. Dankeschön.
So, und jetzt nochmal Pay the Ferryman. Riba! Ja, lass die Leute ruhig bei anderen Dealern kaufen. Die werden feststellen, dass die Qualität da einfach viel lausiger ist und die Preise zu hoch. Der gestreckte Scheiß, die kommen wieder zurück. Die kommen einfach wieder zurück. Was soll ich euch sagen? Lasst sie ihre Erfahrung anderswo machen. Wir bestechen euch Qualität. Das ist unser Versprechen. So. Und wenn du Freunde anwerben willst, liefern wir sogar ein paar Pröbchen. Aber wir schreiben uns auf für wen? Jesse Black Tea? Berries! Und Sugar. Schön hier, Red Potatoes. Mhm. Brot gibt's hier auch. Brötchen, die direkt an der Sonne liegen, die bleiben warm. Gut. Aha. Und Energy Drink. Ein Energy Drink namens Energy Drink. Okay, sehr gut. So, beginn ein Gespräch. Was brauchst du? Ich möchte was kaufen. Wir brauchen Dünger, sehe ich das richtig? Zigaretten. Dünger, 1 Kilo. Ich weiß halt nicht, wie wir brauchen. 3? Wie viel Geld habe ich überhaupt? Meine Augen suchen gerade unseren Geldbetrag. Sehe ich irgendwo, wie viel Geld wir haben? Hä? 58? Wo seht ihr das? Bin ich blind? Wahrscheinlich ja, aber wo seht ihr das? Ach hier, ach da, die riesige Zahl. Ja, okay. Ich habe gedacht, ich habe die in der GUI hier irgendwo. Ah, okay. Ja gut, die kann ich mir leisten. 3x Dünger hole ich mir. Und sonst noch irgendwas? Ethanol. Schlüsselbund. Bewahrt alle deine Schlüssel auf, geil. Plastiktüten, 500er Pack, haben wir noch ein paar. Kostet aber nur einen. Nimm ich mal mit. Ach, warte mal, jetzt habe ich eine Tüte. Die kosten pro Tüte einen. Okay. Ba-ba-ba-ba-dam-bam. Plastiktüte. Bargeld groß. Lokale Währung in großen Stückelungen. Nimmt weniger Platz ein als kleine Scheine. Okay. Eine Busfahrkarte. Ich weiß nicht, was ich davon brauche. Ein Brecheisen. Brauchen wir aber noch nicht, ne? Brauchen wir noch nicht. Ein Zuckerriegel. Eine kleine Taschenlampe haben wir schon. Eine Wurst. Ganz ehrlich, die Wurst hole ich mir. Die ist real. So, Dankeschön. Soll ich noch mal... Die 2 Dünger hole ich noch, oder? Scheiß drauf. Die hole ich auch noch. Hat Erik aber jetzt einen neuen PC? Nein, der war nicht für mich. Der wird verlost. Für Zuschauer. Wir verlosen den PC, den wir gebaut haben, an Zuschauer. Das war der Plan von Anfang an. Machst du auch 20 Milliarden im Jahr Gewinn wie Pablo? Nur wenn ich mich vor fleckige Bettwäsche lege und Werbung mache für Genshin Impact. Dann mache ich nicht Millionen im Jahr, sondern Milliarden. Buongiorno. Buongiorno. So, einmal wieder rüber, bitte. Wie fährt er denn einfach? Oh. Gleich mal mitnehmen. So, 11.44 Uhr. Baby, bei my ganja, tonight. Baby, bei my ganja, alright.
Ja. So, okay. Aber wer baut denn jetzt mein Ganja? Kaufen Sie mein Ganja? Ich muss kurz warten. Ich bin der Ganja Puncher. 12 Uhr, warte, wir müssen mal kurz gucken. So. Das Lädchen hat geöffnet, Leute. Das Lädchen hat, mein Bütchen hat geöffnet. Wenn ihr frischen Salat kaufen wollt, getrockneten, dann jetzt. So, 4 Gramm. Super. Warte mal. Thrones Card Game hat geratet, ein Trading Card Game, was auf Basis von dem Game Star Citizen basiert. Okay, das ist sehr gut. Geil. Freut mich, vielen Dank für den Raid. Warte. Warte mal, wer wohnt denn hier? Ist das der hier? Jo, es ist er. Okay, 5 Gramm, let's go. 5 Gramm. Bam, badam, bam, bam. Schnuppidi bum, schnuppidi bam. Schnuppidi du. Kannst du mal einen Reggae-Song rausbringen? Ob das eine gute Idee ist, weiß ich nicht. So. Ich krieg, glaube ich, schon wieder einen Shitstorm. So, verkauft. Haben wir verkauft. Warte mal. Doch. Den, didim, bim, bim, bidim, bim, bim, bidim, bim. So. Ich gehe jetzt mal. Ach, warte mal. Wir müssen. Ja, shit, wir müssen. Ja, wir müssen erstmal die Verkäufe machen, ne? Wir gehen heute Abend wieder nach Hause und dann gucken wir mal, was wir anbauen. Aber jetzt erstmal nehme ich alle Verkäufe mit. Wir wollen ein bisschen. Ihr wisst schon, ne? Wir wollen ein bisschen. Wir wollen ja den Boden grün auslegen. Ist das Monkey Island? Hä? Hört sich an wie Monkey Island. Oder so ein bisschen. Hä, wie geil. Verkäufe sind endlos. Ja, sehr gut. Hä? Soll sein. Das wollen wir ja. Wir wollen endlos verkaufen. Das ist der Plan. So, 2 Gramm Marijuana. Mary Jane. Haben Sie Mary Jane bestellt? 2 Gramm? Natürlich. Da ist die MJ. Hier nochmal. Hallo, mein Freund. 4 Gramm, natürlich. Das Ganja kommt ran, ja. So, haben wir noch? Haben wir noch Bestellungen? Nö. Packe die Tüte von Dünger aus. Überprüfen Sie den Sicherungsbox. Oh. Hat das Wetter gerade umgeschaltet auf... Wow. If you a good Rasta man, you can make good Zasta man. But when I get beat, I need a Pflaster man. So. Und wenn ich viel verkaufe, ja, dann muss ich Laster fahren. Jetzt reicht's. So. Ja. Ja, das Wetter ist auch immer scheiße geworden. Wenn ich, wenn ich auf der Insel leben würde und auf einmal ist die Sonne weg, dann würde ich auch zu Hause sitzen und kiffen. Erstmal ein bisschen dübeln, Leute. Warum bestellt keiner mehr? Wollen Sie Gras? Gib dem Bettler... Der hat instant Klamotten angezogen. Okay, ich geb noch mal was. Mal gucken. Du hast ihnen bereits Geld gegeben, komm später. Okay.
Er ist aber komplett im Beat drin. Er ist komplett im Beat drin. Okay. So, wir brauchen Verkäufe. Sonst gehe ich gleich nach Hause. Wenn keiner was will, dann gehe ich nach Hause. Hallo, wollt ihr Gras? Wollt ihr mit YouTuber treffen? So. Hallo? Möchte jemand Gras haben? Ein bisschen Koks vielleicht? Amphetamine? Ein paar Pilze? Hm? Na? Wie wär's? So. 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 Leute, bitte macht aus dem Chat keine Werbeveranstaltung. Ja, das wäre mir sehr lieb. So. Windows Update. So, wir gehen nochmal zurück. Hast du schon mal Drogen genommen? Was? Warte. Ich weise diese Unterstellungen zurück. Unterstellungen sind ein journalistischer Trick. Diese dürften in der freiheitlich-demokratischen Grundordnung nicht vorkommen. Sie hätten mich anders befragen müssen. Jetzt frage ich mich, woher kommen Sie? Welche Institution sind Sie? Sind Sie ein privater Verein, der eine kleine Meinungsforschung zu einem Geschäft macht, um mich zum Anreiz zu bringen, etwas zu kaufen? Was? So, okay. Was muss ich jetzt eigentlich machen? Was muss ich jetzt machen? Ich muss hier dran und den Dünger auspacken, glaube ich, ne? Auspacken, auspacken. Die Wurst. Kann nicht ausgepackt werden. Ich wollte meine Wurst auspacken. Kann ich nicht mal meine Wurst auspacken? In was für einer Welt leben wir denn? Okay. Okay, ich habe Dünger. Ich habe keine Bestellung. Ach, jetzt kann ich aber hier. Öffne. Was zum F... Lab equipment uses and produces both items as well as substances. Items are straightforward, but notice that the substances are listed in the substance storage section. Always check the recipe and make sure what type of ingredient you need to run it. Ich bin ganz ehrlich, die GUI ist ein richtiger Abfuck. So. Das Game macht Spaß, wenn man reinkommt, aber die GUI ist ein richtiger Abfuck. Dagegen ist die Starfield-GUI. Puh, Junge. Will man direkt gar nicht mehr weiterspielen, wenn man das hier sieht irgendwie. Ich weiß, was muss ich viermal scheiße? Ach, Indica-Samen. Aus dem Inventar des Spielers oder des Verstecks. Dünn. Dünger und Wasser. Dünn was. Hört sich an wie Dünnschiss. 5. Wir haben 5 Kilo und brauchen immer nur ein. Wir brauchen 1 Kilo Dünger. Und wir haben 800 Gramm Wasser und daraus kommen 35 Blüten. Okay, und ich drücke einfach auf Bereite vor, oder was? Indica-Pflanze aus Samen Herma. Züchte die Indica-Pflanze Hermaphrodit. Sie wächst schneller als die größeren Äquivalente und liefert oft kleine Mengen von Indica-Blüten. Klingt erstmal gut. Okay, 1 plus Max. Ich mach mal einmal, ne? Wir haben jetzt wieder Bestellungen reingekriegt. Wir haben eh nicht genug Wasser. Ja, wir können sonst nichts machen, ne? Wir haben nur Output Space, Indica-Blüte. Wir haben, glaube ich, nur das Rezept, glaube ich. Also, ich habe mal gemacht, jetzt brauchen wir Wasser. Die braucht jetzt 16,5 Minuten, bis die fertig ist. Ernte und trockene Cannabisblüten. Ja, mach ich aber, wenn die fertig sind.